Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schimmer, Paartherapeut, Beziehungscoach, Psychologe, könnt gerade noch einsteigen in die Selbstliebe Challenge Advanced, Wohlfühl Challenge und im nächsten Monat geht es dann wieder mit der Basic Challenge weiter und der Manifestations Challenge. Ansonsten, die meisten Kurse sind ja zeitunabhängig, gibt auch andere Monatsprogramme, Ex-Detox und so, die könnt ihr jederzeit machen. Ja, heute geht es um das Thema, warum darf ich keinen Mann ansprechen? Könnten wir auch Fragen stellen in YouTube-Kommentaren, das hat jemand gemacht. Und genau, ich lese eben das einfach mal so kurz vor. Also es geht darum, dass die Zuschauerin jemand kennengelernt hat, irgendwie beim Gassi gehen und sie auf Gassi gegangen sind zusammen, dann hat er mich irgendwann mit zum Sport genommen, zum Einkauf und so weiter und die Gespräche wurden halt immer intensiver. Dann war er zeitweise wieder verschwunden und dann wieder aufgetaucht und dann schreibst du, nun ist es so, dass ich ihn auf Grundlage der ganzen positiven Dinge, die ich oben geschildert habe, mal gefragt habe, per SMS, ob wir nicht mal irgendwann einen Kaffee trinken oder irgendwas unternehmen wollen. Danach hat er mich am anderen Morgen beim Gassigehen abgefangen und hat mir einen richtig krassen Korb gegeben. Dass es am besten ist, wenn ich mich nicht mit ihm einlasse und so weiter. So, ich hänge schon ganz schön durch seitdem und versuche irgendwie zu verstehen, was da passiert ist. Ich frage mich halt, wo man mich mit zum Sport und zu diesen ganzen Sachen genommen hat und mich mehr oder weniger in sein ganzes Leben irgendwie eingeführt hat, abgesehen davon, dass wir nie über Beziehungen gesprochen haben. Ja, also ist natürlich, also erstmal kann ja sein, dass er gar nicht, selbst wenn er dich mitgenommen hat, dass er gar nicht Single ist und dann wäre es ja auch gut. Also oft ist ein Korb, ist wirklich ein Geschenk vom Universum, muss man wirklich sagen, weil er dich vielleicht wirklich davor schützt, dich ein Dreieck oder irgendeine, oder vielleicht weiß er auch, ich bin einfach kein guter Partner. Und ich schütze dich davor, also so kann, ich würde das wirklich oft als ein Geschenk sehen, dass das sowieso nichts geworden wäre und dass man das Universum erspart, dass man dadurch so eine ätzende Schleife durchgeht, ne? Verstehe schon, wie ich das meine. Und insofern, auch wenn das Ego abgefuckt ist, sollte man immer erstmal froh sein, ne? Also sage ich ganz ehrlich, ne? Also das erstmal dazu und dann, also so wie ich das gelernt habe an einer Stelle zumindest damals, also der großartige Dating-Coach, mit dem ich früher in den USA gearbeitet habe, von dem ich echt viel gelernt habe, muss ich wirklich sagen, der hätte jetzt kein Problem damit gehabt, dass eine Frau auf einen zugeht, ne? Der mir gesagt, ja, toll, dann geht die Frau eben auf dich zu und geil, ne? Das sehe ich so ein bisschen anders, weil es häufig ein Eintrittspunkt ist in bindungsängstliche und oft auch toxische Beziehungen, weil ich glaube nur mal an Polarität und Polarität ist eben auch, dass der Mann die Schritte macht am Anfang, also hinterher kann die Frau auch ganz viel machen, aber dass er am Anfang die Schritte macht, dass es in die richtige Richtung geht und vorangeht, ne? Dass er Dates macht, das kannst du natürlich jetzt als Dates sehen, aber für mich gehört auch so, wenn ihr schon so viele Dates habt, dass du dich dann auch irgendwann versucht zu küssen und ich weiß nicht was, das ist eben diese ganz normale menschliche Verführungsschleife, die wir eben haben, dass er die initiiert und ihr die durchlauft. Natürlich kannst du das auch machen, ich meine, klar, wir reden ja immer, alle sind gleich und alle Menschen sind gleich und alle machen dürfen das Gleiche machen, natürlich darfst du das und es kann auch gut gehen, wenn vielleicht so ein Mann nur noch so einen letzten Drive braucht. Aber meine Erfahrung ist es, dass das häufig halt bedeutet, dass der Mann entweder keine Eier hat und nicht in seiner Polarität ist und nicht das irgendwann abfuckt. Oder es bedeutet, dass der Mann eben doch nicht so interessiert ist und dann macht die Frau irgendwie erst einen Schritt. Und wie gesagt, du kannst eigentlich froh sein, dass er das abgelehnt hat, weil unter Umständen viele Männer nehmen es dann auch irgendwie mit, obwohl sie es eigentlich nicht wollen. Und das führt dann in so Krümel-Dreiecksbeziehungen, ich weiß nicht was. Deswegen ist mein Rat, das nicht zu tun, diesen ersten Schritt zu machen. So, ne? Wenn du das
trotzdem, oder ihr da draußen, ihr Frauen, also ihr dürft natürlich alle machen, was ihr wollt. Wenn ihr sagt, nee, diese Möglichkeit wollen wir uns nicht nehmen, Männer sind, die Männer, die ich kennenlerne, sind alle so schüchtern und bla, und ich glaube nicht an Polarität, ist mir doch alles scheißegal. Macht es, nur, da muss ich ganz klar sagen, da müsst ihr auch, wie Männer auch, wenn ihr sagt, ich will diesen Job des Mannes übernehmen, dann müsst ihr auch die Konsequenzen übernehmen, die Männer auch übernehmen müssen, nämlich, dass man einfach oft den Korb kriegt, sei denn, das ist so ein geiler Typ wie ich, nein, Spaß. Männer kriegen einfach oft einen Korb. Ich würde mal sagen, wenn man nicht zu den ganz Top-Männern gehört, in jeder Hinsicht, kriegst du sogar öfter einen Korb als keinen Korb. So, das ist für Männer Alltag und da müssen Männer mit leben. Ja, und müssen es wegstecken und müssen aufstehen, müssen es wieder versuchen. So, wenn du jetzt diesen Job des Mannes, aus meiner Sicht der Job des Mannes ist, wenn du den übernimmst, musst du auch die Konsequenzen und die Arbeit tragen. Und die Arbeit ist eben zu sagen, ja, okay, habe ich halt einen Korb gekriegt, next time wieder. Du machst jetzt einen Fehler, den ganz viele machen, ich habe den auch ganz oft gemacht, ich kann das total verstehen, dass du versuchst, einen anderen Menschen zu verstehen, warum er sich so benimmt, wie er sich benimmt, aber das ist verschwendete Lebenszeit. Also du weißt es einfach nicht, für ihn macht sein Verhalten scheinbar Sinn. Wenn du alle Parameter wüsstest, würdest du es vielleicht auch verstehen, aber diese Möglichkeiten hatten wir oft nicht und Menschen verhalten sich manchmal komplett, also nach außen, nach innen, ist das immer rational, ne? Nach außen verhalten sich Menschen komplett irrational häufig und man denkt, what the fuck, ich verstehe es einfach nicht, ne? Ich sehe den Sinn nicht und aber was willst du da machen, ne? Und das kostet nur Arbeit und das hindert dich daran, die Energie in Sachen reinzu oder in Menschen reinzustecken, die du besser verstehst. Das heißt auch irgendwo, dass es nicht passt, ne? Wenn man den anderen überhaupt nicht versteht. Aber das kennen wir ja alle von so bindungsängstlichen Beziehungen, dass man sich einfach nur fragt, okay, das geht jetzt, also das geht jetzt, aber das geht jetzt nicht, wie passt das zusammen? Aber das ist eben auch so, Inkonsistenzen sind einer der größten Red Flags im Dating, so, ne? Du musst jetzt nur überlegen, ob du weiter mit ihm Kontakt haben willst. Ich empfehle ja immer, wenn man Single ist und jemanden gut findet, empfehle ich immer, mit dem nicht platonisch befreundet zu sein. Da würde ich sagen, nee, sorry, es tut mir nicht gut und da gehe ich lieber mit jemand anders spazieren und loslassen. Trennungskompetenz lernen, aufs Universum Vertrauen lernen, das wären so die Schritte. Macht die fucking Kurse und auch die Dating-Kurse, die helfen ja euch da auch sehr weiter und wir sehen uns bald wieder.